Das, was Sie machen, ist skrupellose, schamlose Machtpolitik und nichts anderes. Sie grenzen einen politischen Gegner, der unbequem für Sie ist, einfach aus. Eine Partei, die Sie seit nunmehr 5 Jahren mit allen Mitteln gekämpft und deren Wiedereinzug in dieses Haus Sie doch nicht verhindern konnten. Sie können uns einen Vizepräsidenten wegnehmen. Die Ehre, Herr Kienscherf, können Sie uns nicht wegnehmen. Vielen Dank. 4 Vizepräsidenten bei 5 bestehenden Fraktionen. Selbst wenn wir in dieser Konstellation nicht die dabei kleinste wären, 1-Million-Euro-Frage, wer fällt da wohl weg? Es stellt einen Missbrauch der Stimmenmehrheit dar und kommt einer Vergewaltigung der Geschäftsordnung gleich. In ihren parlamentarischen Minderheitenrechten einzuschränken und von wesentlichen Mitwirkungsrechten auszuschließen. Das ist Machtmissbrauch. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich habe Ihre Worte wohl vernommen. Nach dem Motto, Corona rechtfertigt alles, Corona rechtfertigt sogar die Ausgrenzung der AfD und rechtfertigt es auch, die AfD daran zu hindern, hier ihre Wortbeiträge wahrzunehmen. So geht das nicht, das lassen wir nicht mit uns machen. Herr Gladiator, Sie sprachen davon, die AfD befindet sich wieder in der altbekannten Opferrolle. Nein, Herr Gladiator, so wird kein Schuh daraus. 2001, als die Schill-Partei ins Parlament einzog, da haben Sie mit der CDU und mit anderen Parteien sofort einen neuen Vizepräsidenten geschaffen. 2011, als die Linken in diese Bürgerschaft eingezogen sind, was haben Sie gemacht mit der CDU? Sofort einen neuen Vizepräsidentenposten geschaffen für die Linken, mit denen Sie ja gar nicht zusammenarbeiten wollen. Aber es war guter demokratischer Gebrauch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Abweichung von dem, was Sie vorhin gehört haben, nein, Sie halten uns nicht für die schlechteren Menschen. Das, was Sie machen, ist skrupellose, schamlose Machtpolitik und nichts anderes. Sie grenzen einen politischen Gegner, der unbequem für Sie ist, einfach aus. Wie formulierte es vor einiger Zeit, vor 14 Tagen, hier die Abgeordnete Wiedemann als Alterspräsidentin? Die Erfahrungen der deutschen Vergangenheit haben uns gelehrt, dass nicht alle Abgeordneten, die durch demokratische Wahlen ins Amt gekommen sind, auch demokratische Abgeordnete sein müssen. Da haben Sie recht. Und ich gucke hier ins große Rund und ich sage, ja, so ist es. Nicht alle, die demokratisch gewählt worden sind, schätzen und achten auch Minderheitenrechte. Und das sollten Sie sich mal zu Herzen gehen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer den vorliegenden Antrag, mit dem die demokratischen Rechte unserer Partei beschnitten werden, wer dem zustimmt, Minderheitenrechte, Vizepräsident. Ich habe es doch gerade aufgeführt. Es war immer so, dass jede Fraktion einen Posten hatte. Nein, Sie machen damit Schluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein antidemokratischer Affront gegen den Souverän, gegen den Bürger. Herr Schumann, da müssen Sie doch gar nicht lachen. Sie wissen es doch. Sie haben es doch verinnerlicht. Das merke ich doch aus jeder Pore bei Ihnen, dass Sie es verinnerlicht haben. Was wir heute erleben, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden unsere Rechte einfordern. Und das, was Sie gerade hier erleben, das ist die Ouvertüre. Wir werden Ihnen beibringen, wie man Minderheitenrechte achtet. Wir werden Ihnen beibringen, wie man die Geschäftsordnung achtet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es finden kaum noch Fußballspiele statt. Aber ich verspreche Ihnen eine spannende Sommersaison. Und wir werden lange Abende miteinander hier verbringen. Vielen Dank. Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, der 1. April 2020 markiert eine tiefe Zäsur in der Geschichte der Bürgerschaft, die heute die Anzahl der zulässigen Vizepräsidenten beschränken wird. Hatten seit Beginn der 17. Wahlperiode noch alle Fraktionen das Recht, einen Kandidaten für dieses Amt zu bestellen, soll dieses Privileg künftig nur noch den liebsamen Fraktionen zuteil werden. Was die Urheber dieser Initiative hier planen, ist nichts anderes als die Exekution eines wohlkalkulierten Plans, um einen massiven Eingriff in die parlamentarischen Rechte einer bestimmten Fraktion vorzunehmen. So zielt diese Lex-AfD offenkundig darauf ab, die AfD zu marginalisieren, die den Eliten der politischen Klasse Hamburg seit jeher ein Dorn im Auge ist. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu Ihnen, die Sie in der Regel
wohlbehütet und im maßlosen Wohlstand der westlichen Welt aufgewachsen sind, habe ich als Bürgerin der Sowjetunion noch erlebt, wohin Einschränkungen demokratischer Rechte im Dienste der Demokratie letztlich führen können. Deswegen sage ich Ihnen, dass mich Ihr Verständnis vom Umgang mit einer unliebsamen Opposition stark an jene DKP-DSU erinnert, die, genau wie die Urheber der zugrunde liegenden Initiative, ursprünglich einmal Sozialdemokratische Partei hieß. So ist denn kein Zufall, dass Ihr Generalsekretär Josef Vissarionowitsch Stalin 1924 in einem vielbeachteten Aufsatz über die Diktatur des Proletariats das Folgende konstatierte: Государство есть машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих классовых противников. Zu Deutsch: Der Staat ist eine Maschine in den Händen der herrschenden Klasse zur Unterdrückung des Widerstands ihrer Klassengegner. Mit geradezu prophetischer Voraussicht nimmt Stalin hier den heutigen Umgang mit der AfD vorweg. Die Maschine, das ist die Bürgerschaft, ein Instrument, das sie für ihre Zwecke nutzen wollen. Den Klassengegner indes, das ist die AfD, eine Partei, die sie seit nunmehr 5 Jahren mit allen Mitteln bekämpfen und deren Wiedereinzug in dieses Haus sie doch nicht verhindern konnten. Meine Damen und Herren, damit kommen Sie nicht durch. Ihr Vorgehen ist nämlich nicht nur durchschaubar, sondern atmet auch den Geist Walter Ulbrichts, der sich einst in dieselbe Aura entrückter Erhabenheit wie Sie hüllte, als er sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Vielen Dank. Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir alle beklagen eine Spaltung der Gesellschaft. Wir alle beklagen Hass, der von den politischen Rändern kommt. Wir beklagen, dass in unserer Stadt und unserem Land die Menschen einen immer geringeren Zusammenhalt haben. Ich beklage das auch. Ursächlich für diesen Hass, der in unserer Gesellschaft herrscht, ist als einer unter vielen Gründen der Verfall unserer demokratischen Kultur. Wenn Sie einer politischen Minderheit die gleichen demokratischen Rechte verweigern, die Sie sonst jeder anderen Minderheit zusprechen würden, dann entsteht bei den Anhängern dieser Minderheit Hass. Und Hass ist zwar ein negatives Gefühl, es ist aber auch ein zutiefst menschliches Gefühl, das naturgemäß entsteht, wenn man unterdrückt und in die Ecke gedrängt wird. Ich stelle klar, ich erwarte nicht, dass Sie unsere politische Weltanschauung teilen. Ich erwarte nicht, dass Sie Beifall klatschen. Ich erwarte nicht mal, dass Sie uns auf einer persönlichen Ebene mögen. Was ich aber erwarte, ist, dass Sie nicht bewährte parlamentarische Spielregeln ändern, nur weil Sie mit der Existenz der AfD nicht konform gehen. Das ist nicht nur undemokratisch, das ist eine Entmenschlichung. Sie könnten vielleicht die Inventarliste eines Warenhauses mit einem Federstrich ändern. Sie können aber nicht den Zuschnitt des Bürgerschaftspräsidiums ändern, ohne dass Sie sagen, diese Abgeordneten da, die da sitzen, das sind geringere Menschen. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, was es heißt, wie ein geringerer Mensch behandelt zu werden. Ich habe in meinem ganzen Leben in Deutschland für sehr lange Zeit nie erlebt, dass mich jemand, trotz meines polnischen Migrationshintergrundes, rassistisch behandelt hat. Das hat sich erst geändert, als ich in die Politik gegangen bin. Grenzenloser Hass wegen meiner polnischen Wurzeln ist mir von politisch links stehenden Menschen entgegengeschlagen. Dass ich zurück nach Polen soll, ist noch die freundlichere Beleidigung, die ich mir von dieser Seite anhören musste. Und deswegen wird auch die beste sachliche Scheinargumentation, die Herr Gladiator vorgetragen hat, nicht helfen. Sie nehmen uns heute nicht aus irgendwelchen sachlichen Gründen einen Vizepräsidenten weg. Sie nehmen uns heute einen Vizepräsidenten weg, weil Sie uns für geringere Menschen halten. Sie sind von derselben Motivation getrieben, die selbsternannte Antirassisten dazu bringt, gegenüber einem polnischstämmigen AfD-Politiker rassistisch zu sein. In Anlehnung an den großen Sozialdemokraten Otto Welt sage ich deshalb: Sie können uns einen Vizepräsidenten wegnehmen. Die Ehre, Herr Kienscherf, können Sie uns nicht wegnehmen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen Abgeordnete, ich bin ja nun vom beruflichen Hintergrund Soldat bzw. Offizier, bzw. ich war es bis vor kurzem. Die Trennung von bewaffneten Teilen der Exekutiven und der Legislativen hat in Deutschland auch historisch
seine berechtigte Daseinsberechtigung. Doch lassen Sie mich frisch aus den Streitkräften kommend dann doch sagen, im Gegensatz zu der hier beabsichtigten Maßnahme ist das deutsche Militär ein Leuchtturm für den Erhalt von Minderheitsrechten und Individualität. Auch der seit 3 Tagen dienende Schütze hat nicht nur das obligatorische Recht, sondern auch die praktischen Mittel und Möglichkeiten, sich im Fall des Unrechts selbst gegen den General Gehör zu verschaffen und notfalls dieses sein Recht einzufordern und zu erhalten. Sie können die hierbei angestrebte Maßnahme noch so schön verkaufen. Die Minderheitsrechte würden natürlich nicht beschnitten, immerhin hätten wir anhaltend ein Vorschlagsrecht. Theorie und Praxis sind halt leider nicht immer deckungsgleich. 4 Vizepräsidenten bei 5 bestehenden Fraktionen, selbst wenn wir in dieser Konstellation nicht die dabei kleinste wären, 1-Million-Euro-Frage, wer fällt da wohl weg? Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Sie, um mal in Superlativen zu sprechen, werfen der AfD häufig, vor allem bundesweit vor, die parlamentarischen Sitten und Gebräuche nicht einzuhalten oder gar abschaffen zu wollen. Neben der Tatsache, dass Sie mir dafür kein einziges aufrichtiges Beispiel für unsere Arbeit hier in Hamburg nennen können, appelliere ich an Sie, nutzen Sie nicht die gleichen unparlamentarischen Methoden, welche Sie anderen, in diesem Fall zu Unrecht, vorwerfen. Vielen Dank. Wertes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, es sind nach wie vor nur 4 AfD-Abgeordnete hier im Raum und bereits Anfang der 22. Legislaturperiode erhält das so oft beschworene demokratische Miteinander hier einen Tiefschlag. Da wird die Geschäftsordnung der hamburgischen Bürgerschaft geändert, nicht mit der Absicht, sie ausgewogener oder demokratischer zu gestalten, einen Ausgleich zwischen Opposition und Regierung anzustreben oder gar Minderheitenrechte zu schützen oder zu stärken. Nein, ganz im Gegenteil. Hier wird eine Änderung der Geschäftsordnung vorgenommen, einzig und allein, um einer demokratisch gewählten Partei, der AfD, einen Posten im Präsidium zu verwehren. Das ist der einzige Beweggrund. Das ist eine Schande im Handeln und für das Ansehen dieses Hauses. Es stellt einen Missbrauch der Stimmenmehrheit dar und kommt einer Vergewaltigung der Geschäftsordnung gleich. Sie, die kaum einen Satz bilden können, in dem nicht das Wort Inklusion oder Integration vorkommt, starten als allererste Initiative dieser neuen Legislaturperiode eine Aktion, wo Sie die Mitwirkungsrechte der kleinsten Oppositionspartei beschneiden und damit rund 43.000 AfD-Wähler, Bürger, die Sie statt für die Sie auch reagieren wollen, gleich mit ausgrenzen. Sie grenzen damit Vertreter einer Partei aus, die beantragt haben, einen Beauftragten für Antisemitismus einzuführen. Haben Sie alle abgelehnt, auch die Christen aus der CDU. Die beantragt hat, hier einmal Rückgrat zu zeigen und als symbolische Beistandsbekundung die tibetische Flagge am Rathaus zu hissen, weil dieses Volk und dessen Kultur gerade durch chinesische Besatzer zerstört wird, haben sie alle abgelehnt, auch die Christen aus der CDU. Da fällt mir immer eine Geschichte der Augsburger Pippenkuppenkiste von dem Turtur ein. Das ist der Scheinriese, der in dieser Geschichte vorkommt. Jim Knopf und Lukas begegneten diesem Herrn Turtur, diesem Scheinriesen, in der Wüste und schon aus Entfernung, weil er so riesig war, ergriffen sie die Flucht, erschraken furchtbar, rannten zu ihrer Emma, wollten sie in Gang setzen und derweil kam der Riese schnell immer näher und näher und oh Wunder, er wurde immer kleiner und kleiner, je näher er kam und völlig überrascht beobachteten Lukas dies und ehe sie es versahen, stand dieser Riese, Scheinriese Turtur, vor ihnen und war auf Augenhöhe geschrumpft. Und wenn ich diese Geschichte auf Sie ummünze, dann sind Sie, die Superdemokraten, fast genauso. Ich beobachte Sie jetzt und die Verantwortlichen hier seit fast 5 Jahren. Und je mehr ich Sie dabei beobachte, desto mehr erkenne ich, dass Sie keine Superdemokraten sind, sondern Scheindemokraten. Es gibt zu dieser Geschichte nur einen einzigen Unterschied, zu dieser ursprünglichen Geschichte. Und wenn Sie vor einem stehen, sind sie nicht auf Augenhöhe, sondern auf Kniehöhe. Sie sind Demokratie-Zwerge. Und nichts könnte meine Darstellung besser belegen als die heutige Vorgehensweise der Altparteien mit dieser Geschäftsordnung. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren.
Was wir heute hier erleben, ist ein Skandal. Die etablierten Parteien missbrauchen ihre Mehrheit, um über eine Änderung der Geschäftsordnung eine demokratisch gewählte Oppositionspartei in ihren parlamentarischen Minderheitenrechten einzuschränken und von wesentlichen Mitwirkungsrechten auszuschließen. Das ist Machtmissbrauch. Und das passiert durch einen Änderungsantrag, mit dem die Anzahl der Vizepräsidenten so reduziert wird, dass abweichend von dem guten parlamentarischen Brauch der ganzen letzten Legislaturperioden der AfD das Recht genommen wird, einen Vizepräsidenten und damit einen Vertreter ins Präsidium zu entsenden. Und das passiert, während gleichzeitig parallel hier Einigkeit und an einem Strang im Mund geführt und beschworen wird angesichts von Corona. Das ist scheinheilig. Ich appelliere an die Abgeordneten der Opposition, namentlich an die der CDU in diesem Hause, beteiligen Sie sich nicht an derartigen Machenschaften. Denken Sie daran, heute grenzt Rot-Grün mit ihrer Zweidrittelmehrheit uns aus. Sie könnten das nächste Opfer derartiger Geschäftsordnungsmaßnahmen werden. Und das ist umso bedenklicher angesichts der satten Zweidrittelmehrheit hier in diesem Hause von Rot-Grün. Da sollten bei allen Demokraten alle Warnsignale angehen, rote Lampen angehen bei einer gezielten Schwächung einer Oppositionspartei. Es geht hier nicht um die AfD, sondern es geht um die Bewahrung demokratischer Minderheitenrechte und damit um die Bewahrung unserer parlamentarischen Kultur. Wehret den Anfängen, Opposition stärken und nicht schwächen. Vielen Dank.